Das Leuchten mit der Taschenlampe ist gar nicht so einfach, liebe Leute. Ne? Also, die leuchtet eigentlich nie dahin. Weh, da kommt jetzt irgendwas raus oder so, gell? Man, da ist ein Schloss dran, ne? Und weg. Hey! Ja, was? Nein! Hey, ist alles okay? Bin gleich zurück. Ich hole kurz Hilfe. Max! Max, komm mal her! Was ist denn los? Da ist jemand in dem Bunker, der vielleicht feststeckt. Feststeckt? Wir müssen wieder weglaufen. Bring mir ein paar Werkzeuge für das Schloss. Hey, bin zurück. Wir holen sie gleich da raus. Hey. Na, ich weiß ja nicht. Du hast nur Werkzeug gesagt. Wieso hast du nicht? Da drin ist jemand. Was hat sie jetzt erwartet? Ich sehe niemanden. Was? Nein, guck. Das mache ich doch, wirklich. Lass mal sehen. Unangenehm. Da war definitiv jemand drin. Okay, dann... Hammer, Schraubenschlüssel. Ja, Hammer, oder? Hä, warum eigentlich nicht beides? Ich würde da einfach... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt einfach mal für einen Hammer, weil das ist eine geile Waffe. Ganz sicher? Das wird bei Schraubenschlüssel da ganz schwer, wenn du es auf den Schädel kriegst. Da wird Hilfe gebraucht. Scheiße, jetzt habe ich nicht. Ich wechsle. Naja, sie meint halt wirklich, ne? Da braucht wer Hilfe. Zack. Da wird Hilfe gebraucht. Aber man hat doch eigentlich gesehen, dass da irgendwie nicht so richtig. Wow, das war super laut. Soll ich helfen? Ja. Yeah. Normal ausgeschaut hat, oder? Wo ist der Schraubenschlüssel? Wo ist jetzt der Schraubenschlüssel hin? Sag mal, wie mit dir jetzt verarschen? Du kennst Evil Dead, oder? Klappe. Jetzt fliegt die Tür zu. Hallo? Eigentlich wollte ich mir nur draußen ein wenig mehr umschauen. Sind Sie hier? Existieren Sie? Warum trat sie da das Rad? Hey, pass bloß auf. Und er sitzt sie da wieder hin, nicht dran durch. Gut, ich... Ja, draußen wird schon nichts fehlen, ne? Okay, wir schauen uns jetzt da um. Ian. Okay, komm, wir gehen da jetzt noch raus, ne? Immer schauen, ob es geht. Ich sehe mich hier nur um. Ich komme nicht mehr raus. Oh, dieser Typ, der nervt. Der nervt. Blutiges Halsband. Dieses blutige Halsband ist so groß wie einen Hund. Und wer würde seinen Hund schon ihr nennen? Gut. Würde ich mir jetzt nichts dabei denken, ne? Das
Sehen wir irgendwas im Hintergrund? Hä? Wo kommt das jetzt her? Hä? Es ist vorher nicht da gewesen. Max? Der ist schon lang tot. Da sitzt halt wirklich niemand da, der Max. Also? Okay, ciao. Vielleicht war es ein Opossum oder sowas. Nein, da war jemand hier, ich schwöre. Hey. Es war eine hektische Nacht, weißt du? Lass uns einfach zum Hotel, wir kommen wieder her, ganz früh am Morgen, dann können wir uns umsehen, aber... Ich meine, du musst doch erschöpft sein, ich auf jeden Fall. Ich denke, unsere Fantasie... Ah! Oh! Max! Max! Ich blute. Ein bisschen. Hilfe. Nein, nee, das ist nur ein kleiner Kratzer. Hilfe. Wir helfen, natürlich, hallo? Also, wer würde jetzt sagen, ich lasse ihn zurück? Niemand wird zurückgelassen! Schneller. Oh nein, er sickt. Was? Hä? Was hat denn er da jetzt runtergezogen? Wer ist das? Ai! Oh, oh, ekelhaft. Sieht das etwa wie das gottverdammte Harbinger Motel aus? Every little movement, every little thing you do. Geil, wie sein Ohr leuchtet, gell? Is it sleight of hand that commands my heart to love you? Wen hat er jetzt erschossen, ist die Frage. Aber was das jetzt genau war, ne? Habe ich eigentlich gar keinen Plan. Aber ist der Cop jetzt ein guter oder ein besser? Hi, Benno. Ist die Frage, ne? Er wollte uns ja eigentlich helfen. Aber jetzt jagt er unser Spritzen ein, was jetzt auch nicht unbedingt cop-like ist, ne? Will ich mal behaupten. Also er hat gewusst, dass da so ein komischer Typ unten Hallo, ist. Hallo, mein Kind. Und es ist die Heute! Herzlich willkommen. Vom Void. Ich hoffe, wir sind Freunde. Das weiß ich nicht. Ich habe dich erwartet. Erwartet. Ja. Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Ah ja, die Karten haben wir gefunden. Diese Karte hast du gefunden. Ja, stimmt. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude.
Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Ja, was heißt jetzt weiter oder mehr sehen? Mehr sehen, oder? Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ein Weg, der sein könnte. Okay, da kann ich entscheiden, möchte ich das sehen oder nicht. Also kann man sich dann schon ein bisschen drauf einstellen, ne? Was man. Okay. Auto, Typ mit Kappe, es brennt. Oh Gottes Willen. Okay. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Okay, also sie ist eine Gute. Aber warum ist sie in unserem Auto gesessen am Anfang? Und sie ist durch den Wald gelaufen und hat dauernd Seiles gerufen. Da geht's Quarry für immer. Herr Benno, läuft das Stream flüssig? Und passt der Ton? Oder kann ich es nur lauter machen oder so? Was fix? Passt? Also, so ist lauter? Passt. Ein Schulbus! Ah, die fahren jetzt wieder. Bis dann. Sommercamp-Eingang. Wir sehen uns, Kids. Ja, yeah, Hackett's Quarry für immer. Oh Gott. Okay, diesmal. Wow, das war voll unsympathisch. Vom ersten Blick unsympathisch. So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Warum. Totale Romantikalypse. Weißt du, ich meine, es sind Kids. Die kommen schon drüber weg. Aha, so wie du über Emma. Ach, das ist was anderes. Oh, du bist nicht deswegen mies drauf. Ich bin nicht mies. Also, ernsthaft, wir hatten unsere Abschiedsnacht. Alles cool. Oh klar, so cool zu verdrängen, dass du deinen Bussi-Bären-Schnuppelzweck nie wieder siehst. Du hast gelauscht? Na komm schon, durch diese Wände hört man jeden Floh husten. Okay, hab's kapiert. Okay, lass das. Hi, Emma. Hey. Dick gefällt mir. Okay, das ist so viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds. Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Oh, nee, ich muss Arm spülen, wie sie spülen. Wer ist denn er? Ich glaube, sie hat den Namen schon gesagt. Jacob? Jake, Gepäck, Jake. Vorwärts. Ist das das Auto, was dann brennt? Das war ein rotes Auto, ne? Das ist das Auto, was vorher auch schon von Prolog, ne? Das steht anscheinend immer da. Was wohl das Wild hier tötet? Kuh. Ein Aushang bezüglich eines Rückgangs des Wildbestands in den vergangenen Jahren. Die Jagdsaison wird ausgesetzt, bis sich der Bestand erholt hat. Ja, wer weiß, ne? Das ist so Gitter, hä?
Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Bin ich in Stimmung? Okay. Ist da drüben noch irgendwas? Ah ja, Schatz. Haben wir schon was entdeckt. Was ist das? Spritzpistolen. Na, Chipsbackerl. Ah, oh Gott, was ist das? Fick dich, du Spinnvieh. Oh, der Hund schreckt mich. Na, nicht zerquetscht. Oh nein, beißt mit dir jetzt und ich werde Spider-Man. Nichts zerquetschen. Ja, hau bloß ab, Mann. Genau, Herr. Aber jetzt. Ich hab da Hunger gehabt. Wo schaut denn er hin? Er schaut da so. Natürlich geht man mal zu der Tür hin, oder? Das ist aber jetzt gar kein. Da ist jetzt nicht einmal ein Geschloss oder irgendwas dran. Hey, was hörst du da? Alten Sheriff? Hallo? Wie abgefahren. Leck mich doch. Nee, jetzt warte mal. Wie oft kann man da hingehen? Hallo? Die Leiche wurde gefunden vom Sheriff und von den Kindern oder was? Ist der gestorben? Der Cowboy? Hä, wie komme ich jetzt auf Cowboy? Der Cop. Hacker, die wissen jetzt auch nicht, wie viel Zeit da jetzt. Naja, eigentlich. Man, da ist jetzt nichts gestanden, ne? Von. Also, wann, wie viel später das ist, aber ich schätze mal. Das ist höchst. Na, das Camp ist ja jetzt schon vorbei, ne? Also muss jetzt schon mehr Zeit. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, seit dem Prolog. Ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie. Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus. Komm. Was? Oh, die Tür geht. Dylan, aber hey. Oi. Tür gut. Geht von allein zu. Das Ding ist versperrt? Ehrlich? Ja, wir können sicher da links durch das Fenster da schauen und dann können wir jetzt vorher noch rechts. Es ist ganz cool, das Ganze jetzt aus der Perspektive zu sehen, weil vorher war das ja nur so ganz weit weg, hat man das gesehen, gell? Nur aus. Okay. Schauen wir mal in die andere Richtung noch. Ah! Summer Camp. Das Hackett's Quarry Summer Camp wurde 1953 eröffnet und wird nach fast 70 Jahren immer noch besucht. Ah, das war was. Mann. Will man doch gar nicht mehr weg. Ist schon geil da, ja. Ein Bilderbuch. Gleich beim See da unten. Nur mal schauen.
geil. Okay. Ah. Und rein da. Oh, Held. Okay, was ist das für ein Buch da? Kann ich das... Nee, okay. Horror. Ich hasse Horror. Da gibt's. Da, der Schatz ist so ein Quietschebrett. Das ist sogar ein ganzer Tisch, ein Quischer. Tisch? Boah, schwieriges Wort. Quischertisch. Quischer. Okay. Warum wollten mich die da jetzt nicht reinlassen eigentlich, ne? Was liegt da alles am Boden rum? Ich kann die Tür jetzt nicht öffnen oder so. Gibt's da nur was zum Essen? Nö. Keep out. Okay, wir dürfen da nicht rein. Okay, ich hätte mal kurz zu dem Kamin da schauen. Also aufkramt ist ja da überhaupt nicht. Gottes Willen. Hirsch. Bisschen renovierungsbedürftig. Ja. Ah. Greif nicht zwirn. Was ist denn da jetzt runtergefallen überhaupt? Das ist jetzt... so... Storner oder was? Ich weiß es nicht. Von da drüben komme ich. Was ist die Eingangstür? Das Gepäck, nein, leg's wieder hin. Halt, stopp. Na. Halt, stopp. Oh, nö. Ich wollte mich nur mehr umschauen. Aber mit einer Hand. Wow. Okay, hab's Gepäck. Endlich, und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Oh, okay, jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Oh, dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, was... Nein. Du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Wusste ich's. Das war auch kein Geheimnis. Ja gut, aber ehrlich. Also wenn du den Typen wirklich so toll findest, warum hast du es ihm nicht gesagt? Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla bla bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla 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 bla. Und sie dann so... Jacob,
Sogar mit dem Blick, ha? Jekyll. Sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Gib dich geschlagen. Okay, okay, meinetwegen. Vielleicht hast du recht und sie hat mich wirklich so im Griff, wie du sagst. Aber weißt du, vielleicht stehe ich drauf. Oh, steht drauf. Check. Total gesunde Sache. Check. Oh, okay. Wow, da kommt so eine Wolke von Eifersucht drüber. Wie bitte? Ich sag ja nur, manche Mädels haben wohl nicht genug Mumm für den Big Boss. Du bist so ein Schwätzer, weißt du? Ermutigend Gelegenheit nutzen? Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Oh Gott, sei Blick. Ja, das. Kann sein. Aber ich nenne es lieber charmant. Das ist das Dümmste, was du je gesagt hast. Nein, nein. Es gibt bestimmt noch dümmer. Yep. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. Okay. Okay, jetzt wird's gefährlich. Rein hypothetisch. Wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Nee, bitte. Jake, dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Oh, nee. Ja. Okay, wird sicher keine Spritzufuhr, weil dann geht ja der ganze Sprit und dann Feuer, ne? Dann kommt das Feuer wieder. Ich hab keine Ahnung, was ein Verteiler in einem Auto macht. Keinen Plan. Aber ich klau den. Das Drehding. Das da, oder was? Ist das ein Verteiler? Okay. Okay, was Quicktime sicher oder so. Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Der ist ein Verteiler. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Jetzt macht es irgendwas Großes. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick. Achtung. Boom! Oh, wie geil ist das? Oh Mann, guter Fang. Freak. Ja, du sagst es. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse. Oh mein Gott, okay, also wenn jetzt die ganze Zeit nur das Thema das ist, dann bin ich genervt. Pisser, halt's Maul. Hey, sorry, ich... Der ist doch so. Der hat jetzt die ganze Zeit das schon anhören müssen. Ey, ich wäre ja schon so genervt. Ich bin's jetzt schon genervt, muss ich ehrlich sagen. Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Thank you.
Abigail. 22. August. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Ach. Schwierig. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Taschen dalassen? Hä, ich würde doch jetzt meine Taschen dalassen einbrechen. Ganz logisch. Okay. Legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett erfährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Wie haben die jetzt vor, einzubrechen? Zwei. Drei! Oh. Alles wird möglich. Hä? Dem einfach nur gegen die Tür druckt. Wieso höre ich auf dich? Check it out. Weil ich immer recht habe. So einfach geht's. Und du bist Emma sicher, ist die stolz denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Okay, also sie ist die Abigail. Oh. Das war doch Klein Izzys. Ich will ein Spiel spielen. Oh ja, okay. Scheiß drauf, mitnehmen. Du gehst zurück zu Izzy. Kann man nur irgendwann brauchen, ne? Ist da was? Warte mal. So. Dieser Ort macht der Schlagzeilen? Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung, der North Kill Gazette. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. War das hier in Hackett's Quarry? Ja, das ist so ein Brand, ne? Von dem haben wir ja schon gehört. Schon im Prolog. Mit dem Wanderzirkus. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Achso, da geht's mal weiter. Oh Gott, die Kamera. So ein bisschen. Okay, aber die Tür machen wir wieder zu hinter uns, oder? Nicht? Okay. Gut, wir gehen einfach raus. Wie weit komme ich da rüber? Da geht's hoch. Achso, ich kann. Ich dachte, warum ist die Kamera so komisch, die Perspektive? Dabei kann ich sehr dran. So, wir müssen erst mal schauen, was wir da noch so finden können, ne? Welche Geheimnisse können wir da aufdecken? Vielleicht finden wir irgendwelche Tarotkarten wieder. Okay, da komme ich nicht durch. Hey! Oh! Lass das sein! Ach.
Das ist der Vogel von der Dame da, ne? Von der alten Lady da. Warum hat der da jetzt drauf getippt? Aha. Warum mache ich das jetzt gerade? Achso. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ja, probier mal an der Tür oder so. Sie macht ja gar nichts. Okay. Okay, sonst komme ich da jetzt auch nicht hoch. Warum war da jetzt der Vogel, ne? Ist ein bisschen... Irritiert mich halt jetzt schon wieder. Okay, das war unser Haus. Schau jetzt mal, ob man da... Ich glaube nicht, dass man jetzt da überall reingekommen. Vor allem müsste der jetzt überall einbrechen. Sie werden ja alle zugesperrt sein. Ah, nee, okay. Schauen wir uns da nur um bei die Tische. Kann ich schaukeln? So häubert's. So, was gibt's da? Beweismaterial. Okay, nächstes Tutorial. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Oh Gott. Okay, ja. Einfach als einsammeln, überall umschauen. Summer. Jacob besser nicht sehen. Jacob und Emma vor der Summer oder was? Eine leere Fiole, die unangenehm riecht. Ein gesammelter Beweis. Alles klar. Nimm sie mit. Was ist das? Ist das Dylans? Ja, aber wenn ich die jetzt da lasse, ist es ja schon wieder kein Beweis, ne? Das glaubt mir jetzt wieder keiner. Oder? I woke up to an urban dawn, wrapped up in my lover's arms. I feel it in my weary bones. I'm home.